aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Herzlich willkommen, schönen Sonntag aus Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Donald Trump heißt der nächste Präsident der USA. Und keiner kann bisher so richtig sagen, was das bedeutet. Dabei ist Trump alles andere als ein Mann ohne Eigenschaften. Nur ein bisschen ist es wie in der Tierwelt. Da unterscheidet man zwischen Warntracht und Umgebungstracht. Warntrachten signalisieren durch auffällig schrilles Äußeres, dass die Art wehrhaft giftig und gefährlich ist, so wie Trump im Wahlkampf. Anders ist es bei der Umgebungstracht. Da verschmilzt die Art mit ihrem Umfeld. Also weißes Fell in Winterlandschaft. Was heißt das für Trump im Weißen Haus? Kreide hört und sieht man ihn ja schon fressen. Kann sich der Zampano in einen Staatsmann verwandeln? Vom Pfeilgiftfrosch zum Eisbären quasi. Es ist die Zeit der Fragezeichen. Machtwechsel im Weißen Haus. Was lange Zeit kaum einer für möglich hielt, wird bald Realität sein. Doch wird Trump wirklich zum Risiko für die Beziehung zu Europa? Die Medien hier überschlagen sich. Der Anfang vom Ende Europas. Oder die Angst hat jetzt Konjunktur. Die bange Frage zieht erst durch. Gemeint ist damit Trumps Wahlkampfgetöse vom Sommer. Wir haben NATO-Mitglieder, die durch uns einen Vorteil haben. Ich finde, sie sollten für die NATO zahlen. Wenn sie zahlen, bin ich ein großer Verfechter der NATO. Aber wenn nicht, ist kein Verlass mehr auf den Partner im Weißen Haus, die EU unter Druck. Deshalb brauchen wir einen neuen Anlauf in Sachen europäische Verteidigungsunion bis hin zu dem Ziel der Einrichtung einer europäischen Armee. Wie groß ist der Risikofaktor Trump tatsächlich? Risikofaktor Trump. Alles nur halb so schlimm. Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren. Und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Melinda Crane ist politische Chefkorrespondentin des englischen Programms von Deutsche Welle TV und moderiert dort die Sendung Quadriga. Annette Riedel arbeitet für das Deutschlandradio als Korrespondentin in Brüssel. Gabor Steingart ist Herausgeber des Handelsblatt und Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe und Sachbuchautor und der Chefredakteur des Magazins Der Spiegel ist zu uns gekommen, Klaus Brinkbäumer. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Crane, viele, so scheint es, haben mit der Wahl von Trump nicht gerechnet, haben sich das nicht vorstellen können. Jetzt dominieren eher Bestürzung und Ratlosigkeit. Reagieren wir vielleicht viel zu hysterisch auf einen demokratischen Wechsel in den USA? Erstmal müssen wir abwarten. Keiner von uns kann jetzt sagen, in welche Richtung es geht. Trump ist sehr widersprüchlich. Er war das während der ganzen Kampagne. Er war das eigentlich immer auch in seinem Berufsleben als Geschäftsmann. Und ich denke, wir können höchstens ein paar Indizien anschauen. Und für mich sind sie nicht vielversprechend. Sie sind auch nicht so, dass ich sagen würde, Weltuntergang. Aber diese Indizien wären erstens, er kultiviert die Unberechenbarkeit. Er hat ein Buch geschrieben, eigentlich nicht selbst geschrieben. Er hat einen Ghostwriter gehabt, aber es gibt seinen Namen als Autor auf ein Buch. Das heißt The Art of the Deal. Wie macht man einen Deal? Und da sagt er, man muss unberechenbar bleiben. Es wäre sehr wichtig, dass man immer bereit sei, alles nach dem Wert zu prüfen, Transaktionsansatz, und vom Tisch immer wegzulaufen, wenn es einem nicht gerade nutzt. Also Punkt 1, er wird unberechenbar bleiben, denke ich. Zweitens, America first, das ist sein Credo. Und das ist ein anderes Credo als Barack Obama. Nun kann man sagen, ja, die Amerikaner handeln immer im eigenen Interesse. Aber Fakt ist, Obama sagte immer in seiner Amtszeit, es gibt viele wichtige Probleme, die wir nicht alleine lösen können. Aber wenn er unberechenbar ist, dann gilt vielleicht ja America first auch nicht. Ich denke, da wird er dran festhalten. Und wenn man schaut, wer jetzt, das wäre mein dritter Indiz und dann höre ich auf, wenn man schaut, wen er in seine Übergangsmannschaft beruft und welche Namen jetzt gehandelt werden als mögliche Kabinettsmitglieder, das sind Leute, die nicht unbedingt Internationalisten sind. Da sind Neokonservativen dabei, da sind Lobbyisten dabei, aber alle passen gut zum America First. Auf die kommen wir zurück. Frau Riedel, Unberechenbarkeit, sagt Frau Crane, als wesentliches Merkmal. Aber ist es nicht so, wenn man einmal Präsident
der USA ist, dann ist man eingebunden in einen Apparat, dann ist man eingebunden in die Republikanische Partei, dann wird man konfrontiert mit den Realitäten der Außensicherheitspolitik, der Wirtschaftspolitik dieser Weltmacht. Ist das nicht etwas, was am Ende noch jeden domestiziert hat? Also ich denke, das ist die gute Nachricht. Und ich glaube auch, dass wir Europäer gut beraten sind, genauso wenig daran zu glauben, wie seinerzeit, als Obama gewählt wurde, dass der über Wasser laufen kann, müssen wir jetzt Trump als das personifizierte Übel sehen. Auf der anderen Seite, die Einbindung funktioniert dann, wenn es tatsächliche Gegengewichte an der Macht gibt. Und das wird nicht der Fall sein. Er wird den Kongress auf seiner Seite haben, für die nächsten Jahre jedenfalls. Er wird auch in seinem Sinne mehrere Posten im obersten Gericht besetzen können. Er wird 4.000 in der Administration neu besetzen können. Und wenn man dann das, was Frau Crane gesagt hat, vor Augen hat, mit wem er sich da umgeben wird, natürlich wird er Rat sich holen müssen, zumal er keine politische Erfahrung hat. Natürlich kann er nicht per Ordre de Mufti regieren. Er ist kein Erdogan, er ist kein Putin, auch wenn die sich in der Persönlichkeit vielleicht da und dort begegnen. Trotzdem hängt es davon ab. Und ich würde die These aufstellen, dass seine, wie haben Sie gesagt, Umgebungstracht schon sehr ähnlich der Wahlkampftracht, dem Kampfmodus ist. Wenn man ihn erlebt hat in der Fernsehshow, die er hatte, dann war er genau so dort. Ich denke, er hat sich in der Person gezeigt, die Persönlichkeitsstruktur gezeigt, die er hat. Kann man sagen, wie schön, er war authentisch. Aber es lässt halt auch wenig Gutes dafür hoffen, wie weit er wirklich eingehegt werden kann. Herr Brinkbäumer, kann er Präsident lernen? Es gibt ja erste Töne, die anders klingen als im Wahlkampf. Der Morgen nach seinem Wahlsieg, wo er sehr die Einigkeit Amerikas beschworen hat, oder überraschend jetzt auch Obamacare, das er immer für ein Desaster erklärt hat und jetzt plötzlich sagt, oh, na ja, muss man verbessern, aber das ein oder andere daran gefällt ihm ganz gut. Na, ich glaube, dass er Dinge, die zu der Präsidentschaft gehören, die ins Weiße Haus gehören, selbstverständlich lernen kann. Dass er sich von Obama abschauen wird, wie man ja, präsidiabel regiert, das können wir vermuten. Ich denke, dass er bei Details, wenn man sie Details nennen kann, bei bestimmten extremen Dingen, ja, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko, eine Verhaftung Hillary Clintons, die Einsetzung eines Sonderermittlers gegen Hillary Clinton, zurückrudern wird. Das tut er schon. Er hat in den letzten 3 Tagen davon nicht mehr gesprochen. Er hat sich bedankt für die Wahl. Er hat Hillary gedankt für deren Großmut. Er fährt bestimmte Dinge zurück und zugleich muss er extrem bleiben, wenn er in 4 Jahren wiedergewählt werden will. Und schon daran wird er jetzt denken. Er hat eine sehr enge Klientel bedient, die ihn gerade so an die Macht getragen hat. Wenn er von dieser weißen Mittelschicht im Zentrum der Vereinigten Staaten wiedergewählt werden möchte, dann muss er deren Wünschen entsprechend handeln und entsprechend hart Politik machen. Das wirklich Schlimme aber wird sein, dass Donald Trump schlicht nicht qualifiziert ist für dieses Amt. Dass er eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne hat, dass er intellektuell dem nicht gewachsen sein wird, dass er sehr, sehr, sehr launisch ist, wütend ist. Sein Temperament ist gefährlich für diesen Posten. Das sind die Dinge, die er nicht verändern kann, wenn er dieses Amt am 20. Januar antritt. Herr Steingart, Trump verstehen wir nicht, macht nichts, erkläre ich euch, würde es in der Sendung mit der Maus heißen. Versuchen Sie es einmal. Wie haben wir diesen Mann einzuschätzen? Was haben wir von dem zu erwarten? Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Dinge schon gehört. Sprunghaftigkeit, sehr emotional, intellektuell vielleicht dem Amt nicht gewachsen. Ihre Einschätzung beim Lieblingssport der Intellektuellen der Journalisten nach der Wahl? Also ich glaube, wir sollten uns sozusagen davor hüten, unseren Berufsstand als sozusagen vorsätzliche Besserwisserei zu interpretieren. Frau Riedl hat es ja gesagt, viele unserer Kollegen haben sich bei Obama geirrt, haben ihn als eine Wiederkehr von Jesus Christus gefeiert und jetzt das Gegenstück sozusagen der Teufel in Person. Ob ihm die Fähigkeiten fehlen, wir werden das sehen. Ich glaube, was jetzt gefragt ist, ist erstens Neugier. Ja, jetzt gucken wir mal genau hin. Haben die Deutschen bei Ronald Reagan genau hingeguckt? Ich würde sagen im Nachhinein, nein. Haben wir bei Obama genau hingeguckt? Nein. Also genaues Hingucken. Zweitens, für mich ist wichtig, Trump ist für mich die Folge
von was und ist nicht die Ursache. Was ist die Ursache, dass ein Mann, der mit diesen Sprüchen und mit dieser Grundausstattung und dieser Unerfahrenheit diesen Weg machen kann? Und diese, wir empören uns zu schnell über Menschen und wir empören uns, auch wir Journalisten, zu wenig über Zustände. Und die Zustände in Amerika, das weiß jeder, der das Land ein bisschen kennt, sind empörend. Dass man sich in Washington Nummer eins angewöhnt hat, ich war 4 Jahre in Washington, dass man sich angewöhnt hat über weiße Wähler, die am unteren Ende der Einkommensskala und nicht so qualifiziert sind, als White Trash zu reden. Ganz offiziell, das ist der offizielle Ausdruck für dieses Wählerspektrum, ist White Trash. Dass die Leute das irgendwie mitkriegen und nicht akzeptieren, dass die Obama-Regierung alles Mögliche versprochen hat, aber sehr im Rhetorischen geblieben ist und die Lebensumstände von Millionen von Menschen, die jetzt Trump gewählt haben oder zu Hause geblieben sind, Frau Kane, oder zu Hause geblieben sind. Die Wahlbeteiligung wollen wir nicht vergessen. Jeder Zweite hat nicht gewählt und von denen, die gewählt hat, haben dann wiederum jeder Zweite Trump gewählt. Also haben 75% der Menschen was ganz anderes getan. Nicht gewählt oder Hillary Clinton gewählt. Die Leute sind enttäuscht. Und wir sind gut beraten, auf die Zustände zu gucken und nicht nur auf den Mann. Frau Krehn, wird er denn die Zustände ändern können? Wir wollen ja in diesem Presseclub weniger das Wahlergebnis noch mal analysieren. Werden wir nicht dran drum rumkommen, immer noch mal zurückzugucken, was ist da eigentlich passiert in diesem Land. Das ist schon einschneidend, auch mit Folgen für uns, über die wir reden wollen. Aber er hat viel versprochen. Und damit hat er die Mehrheit der weißen White Trash, sagen Sie, Menschen offenbar für sich gewinnen können. Wird er die denn auch, wird er seine Versprechen halten können? America first. Wachstum, Arbeitsplätze, Hoffnung sind da ja entstanden. Die Ursachen dieses Phänomens sind tatsächlich tiefe strukturelle Ursachen. Die gehen zurück bis in die Zeit von Ronald Reagan. Es würde lange dauern, sie alle aufzuzählen. Aber eine von diesen Ursachen ist auf jeden Fall eine Polarisierung, die seit vielen Jahren zunimmt, nicht nur in der Zeit von Barack Obama. Und diese Polarisierung korreliert mit der steigenden Ungleichheit wie mit keinem anderen Faktor. Das ist ein absoluter Zusammenhang. Diese Wähler, von denen Sie gerade gesagt haben, sie würden immer als White Trash bezeichnet, die sind Menschen, die sich sehr verunsichert fühlen. Und das ist nicht wegen irgendwelcher Ereignisse nur aus den letzten paar Jahren. Sie haben einen tiefen Strukturwandel durchgemacht. Wenn man die Länder schaut, die jetzt gekippt sind, also im Norden, Mittleren Westen, da sind Jahre, jahrzehntelang demokratisch wählende Bundesstaaten mit viel Altindustrie. Diese Menschen haben sogar zum Teil wieder Jobs, nur prekäre Gelegenheitsjobs, wo sie sehr viel Absicherung, sehr wenig Absicherung haben. Was Trump ihnen versprochen hat, ist, dass er die alten Jobs, die Altindustrie zurückbringt. Sie werden wieder das haben. Er verspricht ihnen nicht wirklich Change, er verspricht ihnen Rückkehr. Das wird er nicht liefern können. Diese Jobs sind nicht nur verschwunden wegen Handelsverträge, also mit Mexiko. Die sind auch verschwunden wegen der Digitalisierung. Diese Jobs werden zum Teil ersetzt von Robotern. Sie kommen nicht zurück, wie die Menschen das erwarten. Wenn man jetzt schaut, viele, die ihn gewählt haben, sagen, ich habe die Nase gehalten bei den rassistischen Aussagen. Ich finde das nicht gut, wie vulgär er ist. Aber er hat uns versprochen, dass wir wieder so arbeiten können wie früher. Das finde ich, würde er nicht halten. Und für mich das Traurigste an diesem Ergebnis ist, dass die Polarisierung in meinem Land sicherlich sich weiter vertieft, dadurch auch die Dysfunktion, die Paralyse. Und das ist für mich wirklich schmerzvoll. Aber darf ich kurz widersprechen? Ich glaube nicht, dass er versprochen hat, wenn man genau hingehört hat, ich mache es wieder so wie in der Vergangenheit. Er hat sich einer Sprachfigur von Roosevelt bedient, The Forgotten Man, der vergessene Mann, den wir hier auch mal die vergessene Mitte genannt haben in Deutschland. The Forgotten Man wird nicht mehr weiter vergessen sein. Er hat gesagt, ich habe eure Sorgen verstanden und ich werde mich kümmern. Und ich glaube, das zumindest hat ihm die Aufmerksamkeit dieser Wähler gebracht. Ich glaube nicht, dass die Leute in Ohio und in Illinois und im Rust Belt glauben, dass die alten Industriearbeitsplätze kommen. Aber sie haben genug davon, dass die Eliten, auch die Medien ihnen erklären, das ist unabkömmlich, das ist alternativlos, das ist Globalisierung, das ist Digitalisierung, wie sie sagen, und Pech gehabt. Industrie 4.0 ist unser Stichwort ja für viele, für Pech gehabt. Und dass gesellschaftliche Diskussion über Bildung und über die Dinge, wie kommt man da raus, ist nicht auf Amerika beschränkt. Wir haben dieselben Wählergruppen hier, wir haben dieselben Probleme hier. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, die Probleme nicht auf Amerika zu spezifizieren, nicht alles auf diesen Mann zu projizieren, sondern zu sehen, was wir zu tun haben, auch hier.
Nur über Bildung spricht er nicht, leider. Über Bildung spricht er gar nicht. Aber wir sollten über Bildung sprechen. Da muss ich widersprechen. Er hat versprochen, die Vergangenheit zurückkehren zu lassen. Make America Great Again war der Slogan. Und er sagt, dass die Industriejobs, die nach China und sonst wohin gewandert seien, zurückkommen werden. Er hat versprochen, dass er die zurückholen würde, was er nicht tun kann. Die Wirtschaft ist ja gewachsen. Die Industrie ist gewachsen seit 2008, seit der Krise von 2008. Nur es sind nicht mehr Jobs geworden. Er kann das Problem nicht lösen. Versprochen hat er es. Und damit kommt zusammen, dass er gesagt hat, das ist jetzt nicht wörtlich, die Herrschaft der Weißen komme zurück. Er hat einen rassistischen Wahlkampf geführt, er hat von der Überlegenheit der Weißen indirekt, teilweise sogar direkt gesprochen. Das erwarten die Leute von ihm. Und er ist der erste Politiker im Weißen Haus. Auch Ronald Reagan hatte nämlich, obwohl Schauspieler, jahrelange Erfahrung als Gouverneur, der wirklich keinerlei Verständnis davon hat, wie Politik funktioniert. Der viele Dinge auch jetzt nicht, gar nicht mal Ausland und international, lassen wir das noch einen Moment beiseite, EU und ähnlich, kommen wir sicher noch drauf. Bleiben wir bei der Wirtschaft. Aber auch im Land, gut, bei der Wirtschaft weiß er möglicherweise, wie es funktioniert, ist aber ja auch kein lupenrein, makelloser Geschäftsmann. Wir wissen, dass er da auch nicht nur erfolgreich war. Und wie Politik funktioniert, dass das auch etwas damit zu tun hat, wie man Menschen einbindet, wie man im Team arbeitet, etwas, wozu er absolut unfähig ist, was wir aus seinen Geschäftsjahren wissen. Das alles weiß er nicht. Da kommt jemand, ich teile die Analyse von Ihnen beiden, aber trotzdem kommt jemand da ans Ruder, an die Macht, und das ist viel Macht, die er haben wird, der keine Ahnung hat, der einfach keine Ahnung hat. Was er jetzt verspricht, ist dieses große Investitionsprogramm in Infrastruktur. Also bis zu 1 Billion soll das kosten. Gleichzeitig Steuererleichterung. Sie wollen bestimmt auch darüber sprechen. Aber für mich wäre ein Punkt bei Infrastrukturinvestition, Bauarbeit. Das ist natürlich sein Metier. Er ist eigentlich auch Developer. Nur, das Problem ist erstens, in diesem Sektor fehlen jetzt schon die Mitarbeiter. Zweitens, der Lohn in diesem Sektor liegt ungefähr $10 pro Stunde unter dem Lohn von den Leuten bei den Industriejobs. Und drittens, das ist ein vorübergehender Stimulus. Also das ist nicht etwas vom Dauer, das ist kein nachhaltiges Programm für diese Vergorten. Fragen wir doch mal den Ökonom Steingart, wie soll denn das funktionieren? Rieseninfrastrukturprogramm, Frau Crane hat es angesprochen, hat er versprochen, Brücken, Autobahnen, alles in Amerika wird komplett erneuert, Steuern werden gesenkt, Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen. Wie soll das finanziert werden? 6 Billionen auf Pump? Wird er einen Riesenschuldenberg, der ist in Amerika ja schon gewaltig, weiter anhäufen? Also ich glaube, Trump ist eben tatsächlich, wie viele der sogenannten Populisten, Ausdruck des Problems. Aber, und darauf kommen wir jetzt gerade, nicht die Lösung. Denn wir werden hier ein schuldenfinanziertes Programm sehen. Ich teile nicht die Ansicht, er versteht nichts davon. Von den Dingen, über die wir jetzt reden, versteht er nämlich ganz viel. Auf Pump sind seine Hotels finanziert. er ist ein Developer. Und er macht das, was die amerikanische Politik im Übrigen mit den Menschen eingeübt hat. Die letzten Jahrzehnte. Glauben Sie denn, dass Obama diese Schuld nicht, ich meine, die Verschuldung, die Staatsverschuldung hat im Übrigen auch in Europa, seit Lehman, als wir alle gesagt haben, das hat was mit Verschuldung zu tun, wir haben an arme Leute, die kein Geld hatten, Kredit ausgegeben. Seitdem gibt die westliche Welt aber an alle, nicht nur an arme Leute, sondern an Staaten und Unternehmen und Banken, die eigentlich am Ende wären, Geld aus. Das heißt, Trump ist die Fortsetzung dieses vorsätzlichen Wahnsinns, würde ich es nennen. Gleichzeitig wird er trotzdem Effekte damit erzielen, auf jeden Fall für Amerika und für einen Teil des unteren Drittels der Gesellschaft. Einkommenstechnisch gesprochen wird er das haben. Ökonomisch sage ich gleichzeitig, das kann nicht gut gehen. Die Geldflutung kann nicht gut gehen. Das Zusammenspiel von Geldflutung, Nullzinspolitik, dass der Schuldner belohnt wird. Wir reden ja über Amerika, aber ich sage nur mal, ein Blick mal nach Italien. Nun ist die italienischen Zahlen nähern sich den griechischen Zahlen. Da reden wir von einem Viertel unserer Volkswirtschaft. Das heißt, Trump ist hier Ausdruck eines weit größeren Problems auch, dass wir uns auf Kosten einer Zukunft, die wir dann nicht haben, wenn wir sie in Anspruch nehmen, es uns gemütlich machen. Wir reden über eine Weltmacht, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja. Wenn die Politik, und das scheint hier ein großer Konsens zu sein, so laufen wird wirtschaftlich, wie Sie es gerade beschrieben haben. Was heißt das für die Weltwirtschaft? Was heißt das für uns? Was heißt das für Europa? Protektionismus ist angeklungen. Will er machen Freihandelsabkommen? TTIP können wir wahrscheinlich vergessen. Was hat das für Auswirkungen ökonomisch auf uns, auf die Welt, wenn dieser Kurs, der hier beschrieben wurde, so realisiert wird?
Na, wir wissen, dass wir als Europäer sehr viel exportieren in die USA. Ich denke mal, es wird einige auf der europäischen Bühne geben, die sagen, wunderbar, TTIP ist tot, mausetot, jedenfalls für die kommenden Jahre, weil sie gegen dieses Freihandelsabkommen waren und sind. Aber das ist sicherlich nur ein Segment. Und die anderen werden sehen müssen, inwieweit tatsächlich dieses America First dazu führt, dass im Import-Export-Geschäft, im Handel ganz konkret Pfosten eingeschlagen werden. Zum Beispiel Exporte nicht nur, wie es über TTIP gewesen wäre, erleichtert werden, sondern möglicherweise erschwert werden. Und ich glaube auch, dass in dem Maße, wie die USA diesen Kurs tatsächlich fahren würden, sich ein Stück rausnehmen aus dem globalen Handel, natürlich die Europäer, wenn sie klug sind, auch profitieren könnten. Mhm. Na. Doch. Also, wovon profitieren? Wenn wir uns vom Handel rausnehmen? Nee, die Amerikaner. Sie meinen, da entsteht eine Lücke in der Weltwirtschaft, die Europa schließt? Zumindest würde es für Europa an dem Eck nicht enger werden. Also Amerika ist für uns unser wichtigster Handelspartner. Die Briten sind unsere wichtigen Handelspartner. Wir sind gut beraten, die Globalisierung auch hier zu verstehen. Was macht das Unwohlsein aus? Ich meine, es gibt auch einen Populismus der Eliten, ehrlich gesagt. Globalisierung ist gut für jeden. Ist auch so ein Satz, der ist Populismus von oben, wenn Sie so wollen, weil er einfach gar nicht gestimmt hat. Eine Rentenerhöhung kurz vor der Wahl ist auch Populismus von oben. Also es gibt das von beiden Seiten, weil wir wissen und die Eliten wissen, es ist nicht nachhaltig, ist gar nicht finanzierbar. Und bei der Globalisierung, die ist in unserem Interesse, ja, aber nicht als unvermittelter, naturgesetzlicher Vorgang. Und ich habe mich, Sie haben das ja erwähnt, dass ich nebenbei auch Buchautor bin, in meinem Buch Weltbeben darum bemüht, das mal auseinanderzunehmen. Woher kommen diese tektonischen Verschiebungen, diese Hyperkomplexität, die zu solchen Wahlergebnissen und zu dem Aufstieg der Populisten führt? Denn wir haben es mit einem Phänomen zu tun, wo die Digitalisierung, die Globalisierung, auch die Radikalisierung von Religion vieles zusammenspielt. Auch Dinge, die nichts miteinander zusammengehören, verknuddeln sich miteinander und lassen ein Biotop entstehen, auf dem Disruption entsteht. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern disruptive politische Prozesse. Und je besser wir die, glaube ich, verstehen und analysieren, je weniger sind wir sozusagen beim Fingerzeig auf andere. Ich wünsche mir also insofern, Herr Ress, auf die Frage Nachdenklichkeit. Auch von der politischen Klasse, auch von den Medien. Wenn man so will, eine Sekunde des Innehaltens nach diesen Ereignissen, nach Brexit, Trump. Wir können jedes Mal uns geirrt haben. Nachdenklichkeit ist die knappste Ressource der Gegenwart. Herr Steingart, würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, aber ich würde gerne noch mal Wirtschaft haben wir behandelt, was passiert in den USA, was hat das für Auswirkungen auf uns? Aber wir haben noch gar nicht geguckt, Herr Brinkbäumer, auf die Frage Außenpolitik. Weltmacht USA spielt ja in Sicherheitsfragen im Verhältnis zu Russland, zu China, in der Nahostfrage, im Syrien-Konflikt, im Iran eine Riesenrolle. Was haben wir, was hat die Welt denn da von Trump zu erwarten? Ich glaube, dass bei beiden Fragen oder bei beiden Themenfeldern Wirtschaft und Außenpolitik eine Sache gilt, nämlich, dass wir uns ein bisschen abwartend äußern sollten, dass wir etwas nachdenken sollten, dass wir vor allem die Personalentscheidung abwarten sollten. Wer wird Außenminister oder Außenministerin? Wer wird Wirtschafts- und Finanzminister? Wer füllt diese Posten? An welche Leute geht das? Das werden Richtungsentscheidungen werden, die stehen jetzt in den nächsten 60 Tagen an. Ein Beispiel, ich komme noch einmal kurz zur Wirtschaft. Es war erwartet worden, und zwar wirklich überall geschrieben worden, dass die Börsen zusammenbrechen würden nach der Wahl. Die Entwicklung war gegenteilig. Aber der Anleihenmarkt beispielsweise hat enorme Ausschläge in Erwartung auf das Schuldenpaket, was kommen würde. Nervosität. Das ist jetzt nicht Dow Jones. Ja, der Dow Jones. Unsicherheit, aber eben Unsicherheit, keine Gewissheit. Ja. Ich rechne damit, dass die Außenpolitik wackelig wird, dass es wenig bindende Zusagen gibt, dass Europa und Deutschland natürlich einen sehr viel unzuverlässigeren Bündnispartner haben werden, sehr viel mehr Verantwortung selbst übernehmen müssen, dass die USA sich zurückziehen werden aus Krisenregionen. Das wird potenziell Russland und China stärken. Das wird der NATO, Europa, der Bundesrepublik sehr viel Verantwortung zuschieben. Gewiss kann man das noch nicht vorhersagen. Wahrscheinlich ist es. Das Thema China ist ganz spannend, weil das ist auch eine Brücke zwischen der Wirtschaftspolitik und der Außenpolitik. TTIP wird sterben, das ist fast sicher, aber auch das transpazifische Handelsabkommen ist schon, sagt man in den USA, tot. Und dieses war eigentlich beabsichtigt, auch als Gegengewicht
gegen einen aufsteigenden China. Also die unterschreibenden Staaten, und die meisten haben schon unterschrieben, nur nicht die Amerikaner, sind auch welche aus Südostasien und so weiter, die sehr gerne ein Gegengewicht gesehen hätten. Das wird wahrscheinlich wegfallen. Dann, Sie sagen Personal. Wir wissen, dass zumindest auf der Liste und in der Übergangsmannschaft zuständig für Handel ist jemand, der als Falke gilt, gegenüber China vor allem. Der ist ein ehemaliger Stahl-CEO und man sagt, er ist da auf jeden Fall bereit, eine strenge Politik gegenüber China zu fahren. Ich würde auch diese Meinung teilen, dass in der Außenpolitik eine Menge Unberechenbarkeit zu erwarten wäre. Aber ganz spannend ist zu sehen, welche Namen da genannt werden. Auf der Liste sind mehrere richtig klassische Neokonservativen. Die sind auf jeden Fall interventionistisch veranlagt. Das wäre John Bolton, der war einer der Architekten des Irakkriegs. Oder auch Bob Corker. Das ist jemand, der immer jetzt dafür plädiert hat, dass die Amerikaner sehr viel stärker in Syrien auch Waffen an die Rebellen und so weiter. Deswegen kommen plötzlich solche Ideologen bei einem Präsident-elect, der eigentlich kein Ideologe ist, weil er einen Vizepräsident hat, der als absolute Ideologe gilt, Mike Pence. Und Mike Pence hat viel politische Erfahrung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand mit so wenig Aufmerksamkeitsspanne, der auch keine Erfahrung hat, sehr viel delegieren wird an den Vize. Das wird jetzt auch überall so gesehen. Der hat auch Mike Pence die Übergangsmannschaft übernommen. Also Sie sagen, das wird ein ganz starker Vizepräsident. Ich denke, wenn das ja, man sagt eventuell wie ein Cheney. Nun auch ist das wirklich nur Schlussfolgerung aus verschiedenen Indizien. Niemand weiß es. Aber es ist auf jeden Fall interessant festzuhalten, dass bei denjenigen, die in diese Übergangsmannschaft geholt werden und von dem gesagt wird, es könnte Kabinettsmitglieder werden, viele aus der alten republikanischen Garde doch dabei sind. Ich möchte gerne einen Satz sagen zur Außenpolitik, weil sich ja auch heute in Brüssel die EU-Außenminister informell... Kommen wir gleich. Ich möchte einmal Herrn Brinkmann, dann komme ich sofort darauf zurück. Dazu. Das ist nämlich spannend, weil da ja ein Widerspruch anklingt. Was bei dem, was Frau Crane sagt... Interventionistische Falken. Trump im Wahlkampf war eher, haben alle kommentiert, gesagt, der zieht sich zurück, der lässt die NATO im Stich, der ist America first, der interessiert sich nicht für Weltpolitik, der wird eher nicht einschreiten. Ja, was denn nun? Zieht sich Amerika aus der Rolle, Verantwortung für die gesamte Welt zu übernehmen, zurück? Oder geht es in die Richtung, die Frau Crane gerade beschrieben hat? Wir hatten ganz zu Beginn dieser Runde die Aussage, dass Trump so viele Widersprüche durch seinen Wahlkampf geschleppt hat, dass man sich manchmal schlicht nicht sicher sein kann. Und das gilt hier. Mhm. Nehmen Sie Trumps Aussage, America first, also eine Sicht auf das Nationale, auf das Land und zurück, also ein Rückzug aus sämtlichen Krisenregionen, die nur Geld kosten, so blickt er ja drauf. Er hat gesagt, wenn man schon im Irak einmarschiert, dann sollte man wenigstens die Ölquellen besetzen und quasi verstaatlichen für die USA. Ja. Es sei immer so gewesen, dass der Sieger von Kriegen wenigstens etwas davon gehabt habe. Das ist immer wieder unternehmerisches Denken. Das ist eine Trump-Aussage. wenn aber Pence die Grundlage der künftigen Politik sein wird, dann wird es anders sein. Er ist interventionistisch und deswegen kann man noch nicht vorhersagen, wie es sein wird. Ja. Also zur Überraschung dieser Wahl gehört, dass die Republikaner sich jetzt wieder hinter Trump versammeln, weil sehr viele Republikaner in seinem Rückenwind die Senatssitze erobert haben. Plötzlich gibt es wieder eine Geschlossenheit. Ist erfolgreicher als der Erfolg. Plötzlich gibt es eine Geschlossenheit in der Partei. Er hat die Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses. Er wird zumindest den 9. Richter des Supreme Courts ernennen können. Es gibt also ein republikanisches Bollwerk mit sehr vielen neokonservativen Politikern, die versuchen werden, ihre Agenda durchzusetzen. Also ein Rückzug Amerikas aus der Welt gibt es aus zwei Gründen nicht. Erstens militärisch, wie zuletzt die römischen Prokonsule, ist die amerikanische Armee auf allen Kontinenten vertreten. Und zwar in a full swing. Ja, die kämpfen Krieg an 5 Kriegsfronten derzeit. Die Republikaner sind noch nie die Partei gewesen, die sich einfach sozusagen und die Welt jetzt, und Herr Trump ist nicht die Persönlichkeit, die Welt Herrn Assad und Herrn Putin überlassen wird. Er wird da eine Rolle mitspielen. Die US-Armee, aus der kann er sich nicht zurückziehen. Und ökonomisch ist das Land extrem verflochten mit dem Rest der Welt, ist importsüchtig sozusagen, hat also Handelsbeziehungen. Wenn morgen mit China irgendwas ins Unklare gerät, dann sitzen die Amerikaner, ich weiß nicht, auf welchen Waschmaschinen, Trocknern, Toastern, Kinderspielzeug.
und so weiter. Das Land ist also zur Globalisierung und zur Internationalität verpflichtet. Wie Trump das ausfüllen wird, da bin ich auch dabei. Solange der Außenminister nicht benannt ist, der Verteidigungsminister, wissen wir nicht genau, in welche Richtung das geht. Man kann nur hoffen, sozusagen, dass wir es nicht mit Verrücktheiten zu tun haben. Insofern setze ich hier auf Establishment ein Stück weit, dass die Einhegung, wie Sie es am Anfang gesagt haben, durch die Diplomatie, durch das Weiße Haus, ihn sozusagen zur Vernunft bringen, nicht als Person, aber als System. Washington als System ist eigentlich ein vernünftiges System, das nicht mit jeder Mann auf der Welt Krieg anfängt und nicht vorher Chancen und Risiken wirkt. Zumindest meistens hat es funktioniert. Aber beim Stichwort Vernunft wollte Frau Crane Ihnen widersprechen. Ja. Nicht unbedingt, nein. Aber Sie sind tatsächlich gerade von sehr rationalen Argumenten ausgegangen. Das ehrt Sie und ich hoffe, dass es auch so sein wird. Machen Sie Ihre Landsleute nicht schlechter, als sie sind. Ich mache meine Landsleute insgesamt überhaupt nicht schlecht, aber Donald Trump hat uns tatsächlich immer wieder gezeigt, dass er sehr schnell wenden kann, gerade wenn er als Narziss, ich glaube Norbert Röttgen sagte am Morgen nach der Wahl, Ich-Maschine, und das ist er tatsächlich, das kann man aus seinem langen Beruf sehen, auch aus der Sendung und so weiter, dass er, wenn er das Gefühl hat, beleidigt oder verletzt oder auf irgendeine Weise, dass er schnell schwenken kann und schnell auch irrational handeln kann. Und immerhin, egal wie viel er delegiert an Mike Pence, an seinen Vize, ist er der Präsident. Aber ich wollte noch was dazu Personal sagen. Denn neben diesen Ideologen, die jetzt irgendwie im Spiel sind, gibt es eine Menge Lobbyisten und Menschen, die wieder aus diesen alten wirtschaftsnahen Eliten kommen, also Goldman Sachs, Waffenlobbyisten und so weiter, auch Ölfirmenlobbyisten. Und es könnte sein, dass Sie gerade dann tatsächlich dieses Argument für die globale Vernetzung auf jeden Fall weitertragen, weil Sie davon profitieren. Von daher wieder, es ist so schwer, in diesem Moment zu sagen, wer wird Oberhand hier haben oder wird es ein Zickzackkurs, wie Obama sagte am Tag nach der Wahl. Die Geschichte geht immer im Zickzackkurs. Er beschrieb damit die Dialektik natürlich, nur kein Amerikaner kennt das Wort. Frau Riedel, dann also, lassen Sie uns nach Brüssel gucken, denn wir sind herausgefordert. Es gibt einen Satz, den habe ich dieser Tage gelesen, von Elmar Brok, dem EU-Politiker, der gesagt hat, es ist ziemlich drastisch, Josef Stalin war der erste Einiger Europas, Donald Trump hat in gewisser Weise die Chance, der Zweite zu werden. Ich finde, kann es sein, dass von diesem Regierungswechsel in den USA sozusagen als Trick der Geschichte ein unglaublicher Druck auf Europa entsteht, jetzt endlich zueinander zu finden und eine stärkere internationale eigene Rolle außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitisch zu spielen? Davon bin ich überzeugt, obwohl ich das in dem Zusammenhang bei dem Vergleich ungerne unterschreiben möchte. Der Satz könnte von Trump sein. Ne? Ja, also bei aller Vorsicht. Aber in der Tat. Es ist ja eine Entwicklung, die schon lange vor Trump angefangen hat, die auch vor Obama angefangen hat, dass klar ist, Amerika wird nicht diese Schutzmacht für Europa für den Rest der Geschichte sein, sondern dass Europa mehr Verantwortung übernehmen muss für die Sicherung des eigenen Vorgartens sozusagen, aber auch in der Welt mehr militärisch, aber auch mit seinem Softpower einfach mehr Verantwortung übernehmen muss. Das haben auch Vorgänger schon, auch Obama übrigens, hätte auch eine Hillary Clinton von den Europäern ermahnt. In dem Maße, wie das durchsickert, vielleicht wegen dieser Art von Rhetorik, die wir gehört haben, werden die Europäer gar keine andere Chance haben, als sich da stärker zusammenzutun und stärker aktiv zu werden. Es gibt seit anderthalb Jahrzehnten die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ESVP. Wir haben sogar eine European Battle Group, eine Art europäische Armee in vielen Dingen, sehr unterschiedlich natürlich von einer echten Armee. Aber all das gibt es und die politische Bereitschaft, mit diesen Instrumenten zu arbeiten, sich zusammenzutun, war gering. Sie könnte möglicherweise größer werden über den Brexit. Da gibt es dann auch den Zusammenhang zur Trump-Wahl, die immer sehr stark gesagt haben, Amerika, und wir müssen auf Amerika gucken und bloß nicht in der NATO ein starkes europäisches Standbein, weil da machen wir denen Konkurrenz. Die gehen raus. Und die Osteuropäer, auch ganz interessant, die auch immer als erklärte Amerika-Freunde sehr stark darauf geschaut haben, bloß nicht da irgend so ein Gegengewicht zu bilden, die fangen das auch an, anders zu sehen durch die Rhetorik dieser Nähe, zumindest mal in der Persönlichkeitsstruktur zwischen Trump und Putin.
und der Ansage, Artikel 5, wenn ihr nicht ordentlich bezahlt, dann denken wir darüber auch noch mal in unserem Verteidigungsbündnis und der Verteidigung füreinander im Rahmen der NATO nach. Und in diesem Zusammenhang könnten auch die Osteuropäer eher geneigt sein, sich hinter das zu stellen, was in Ansätzen ja vorhanden ist und jetzt auch verstärkt mit der Sicherheits- und Verteidigungsunion, an der in der EU gearbeitet wird, sich dem nicht mehr zu versperren. Klingt alles sehr optimistisch, Herr Brinkbäumer. In der Zeit, die ist heute nicht vertreten. Muss da auch mal sein. Ja klar, immer doch. In der Zeit, die ist heute nicht vertreten, habe ich gelesen dieser Tage. Jetzt gibt es nur noch eine Macht auf der Welt, die für Vernunft und Demokratie steht. Gedankenstrich: Europa. Hat Europa diese Kraft, die Frau Riedel gerade besprochen hat, jetzt einig darauf zu reagieren? Sie möchten jetzt nicht von mir, dass ich für die Zeit spreche. Das werde ich auch nicht tun. Und ich glaube auch, dass es falsch ist, dass dieser Satz so nicht stimmt. Selbstverständlich bleibt Amerika eine vernünftige Weltmacht. Wenn es schlecht kommt, und ich erwarte, dass es jedenfalls nicht allzu gut kommt, werden wir 4 verschenkte Jahre erleben. Ja, es wird, was das Klimaabkommen angeht, nicht sehr viel weitergehen. Es wird, was eine kluge internationale Politik angeht, mit Donald Trump vermutlich keine glorreiche Zeit werden. Aber die Wahl war so knapp, in Wahrheit war sie ja haarscharf. Ja, Hillary Clinton hat das Popular Vote in Kalifornien wird noch ausgezählt, nahezu 1 Million Stimmen gewonnen. Das Land ist gespalten und selbstverständlich wird es eine Gegenbewegung geben. Also auch innerhalb Amerikas gibt es rationale Kräfte und irgendwann wird das Pendel auch wieder in die andere Richtung schwingen. Ist Europa, das war Ihre Frage, die einzige rationale Macht? Selbstverständlich nicht. Es gibt Kanada, es gibt viele Staaten, die eine vernünftige internationale Politik machen. Aber ja, wir hatten das gerade schon mehrfach. Natürlich muss Europa mehr Verantwortung übernehmen. Das war aber schon unter Obama so. Also Sie widersprechen der Zeit. Das zeigt, wie plural die Presselandschaft in Deutschland ist. Ein Satz noch. Die Krise in Syrien, die Krise in Libyen haben ja damit zu tun, dass Amerika sich zurückgezogen hat. Und Europa muss diese Probleme im Blick haben und was Libyen angeht, selbstverständlich auch lösen. Also guck mal, wenn Amerika gespalten ist, dann ist Europa doch mindestens gespalten zwischen den Menschen und den Eliten. Europa funktionieren Institutionen, die keiner kennt, nach Mechanismen, die keiner versteht. Das ist höchst undemokratisch. Amerika ist die Gesellschaft gespalten, aber nicht das politische System. Hier ist aber die Gesellschaft, wenn es um Europa geht. Ich meine, Brexit, wir haben das aufbegehren. Wir werden die französischen Präsidentschaftswahlen haben. Wir werden das erleben. Europa spaltet auch hier, weil hier ein paar Dinge passiert sind, die aus meiner Sicht problematisch sind. Das Demokratiedefizit, das sogenannte, ist ein handfestes. Das wird von den Leuten so empfunden. Europa kann sich nicht einigen. Die Battlegroup, Frau Riedel, ich will Ihnen, Sie sind in Brüssel, nicht zu nahe drehen, aber ich glaube, die Freiwillige Feuerwehr von Flensburg funktioniert effektiver keine Frage. Als die europäische Battlegroup. So, und dann kommt dann wir auf die. Und was ist Verantwortung eigentlich? Ich glaube, dass Europa hat einen Grund, Interesse, Verantwortung vielleicht anders zu definieren, als wir es im letzten Jahrhundert noch mehr Panzer anschaffen. Der Satz, unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, den würde ich doch heute in Frage stellen. Alles, was wir angerichtet haben, sozusagen in fernen Ländern, die wir auch nicht verstehen, kommt als Terrorismus zu uns zurück. Wir haben uns involviert in einen Kulturkrieg. Sozusagen das einfach jetzt von den Amerikanern zu übernehmen und sagen, okay, jetzt bewaffnen wir uns selber bis an die Zähne. Wir haben verstanden, ihr seid nicht mehr in Afghanistan, jetzt bomben wir Kandahar in Grund und Boden oder auch Aleppo. Ich glaube, wir haben Verantwortung wahrnehmen, wird noch nicht richtig gefüllt mit Sinn, wenn das heute so gesagt wird von Frau von der Leyen und in allen Debatten, sondern das muss eigentlich dann auf eine europäische Art auch neu definiert werden, was wirklich Verantwortung in der Welt ist. Lassen Sie uns noch mal gucken, was können wir eigentlich für Schlüsse ziehen aus dem, was wir jetzt da gerade in den USA erlebt haben. In Europa sind Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland im nächsten Jahr. Wir kennen uns inzwischen auch ganz gut aus mit Populismus in den einzelnen Ländern und auch hierzulande. Was sind die richtigen Schlussfolgerungen politisch, das gebe ich noch mal. Also die Erleichterung bei mir ist sehr groß, dass wir in Frankreich ein anderes Wahlsystem als in den USA haben. Hätten wir das gleiche Wahlsystem, würde ich nicht mehr völlig ausschließen, dass eine Marine Le Pen tatsächlich Präsidentin werden könnte. Es ist ausgeschlossen, wie die Dinge liegen, weil das Wahlsystem ein anderes ist und weil es dazu zwingt, im zweiten Wahlgang, den es in den USA nicht gibt, Koalition der Vernünftigen zu schmieden. Insofern. Okay, also rettet uns in Frankreich das Wahlsystem. Ja. Aber was sind die politischen Lehren für die Gesellschaft? Wir haben die gleichen Phänomene, Ausbluten der Mittelschichten, Radikalisierung, eine Lehre ist, Abgehängte, auch hierzulande. Was muss die Politik für Schlüsse ziehen? Eine Lehre ist ganz sicherlich, das nicht zu tun, was ja zum Beispiel, weil wir bei Frankreich sind, Sarkozy als Präsidentschaftsbewerber tut, nämlich die Rhetorik
aufzugreifen und sich diese Rhetorik der Populisten zu eigen zu machen, in der erklärten Absicht oder der erklärten Erkenntnis, sowas kommt an, ich möchte mich dessen bedienen, ich möchte auf dieser Erfolgswelle ein Stück mitschwimmen. Das wäre an sich ja noch nicht so schlimm, weil es vielleicht noch genug Vernünftige gibt, die nicht drauf reinfallen. Aber es macht eine bestimmte Art des Diskurses und der Rhetorik gesellschaftsfähig. Und das finde ich das wichtig. Aber Herr Brinkmann, welche Lehren? Ich würde erst einmal für die Medien sagen, dass wir Medienschaffenden natürlich hinschauen müssen, wirklich hinschauen. Und das heißt, Probleme durchdringen müssen, ja? Dass wir wahrnehmen müssen, welche sozialen Brüche es gibt, wo die Abgehängten, warum abgehängt wurden, das beschreiben müssen. Ich glaube, das Phänomen Trump war auch ein Medienphänomen. Er ist groß gemacht worden durch Medien. Jede seiner Lügen wurde zu einer Pointe, wurde zu einer großen Geschichte. Er ist ein Medienstar, er ist ein Entertainmentstar und als solcher nach oben gekommen. Medien können daraus eine Menge lernen. Politik, danach fragten Sie, oder Politiker müssen natürlich die Probleme wirklich, wirklich ernst nehmen und nicht nur darüber reden. Chancengleichheit herzustellen ist schwer genug. Für wirklich faire Bildung zu sorgen, schwer genug. Aber das sind die Ursachen des Ganzen. Herr Brinkbäumer, das war schon das Schlusswort und ein Fazit unserer heutigen Diskussion. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich danke Ihnen sehr für die engagierte Diskussion. Das war der Presseclub hier im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin. Und die Kollegen dort berichten auch über Trump, unter anderem darüber, wie deutsche Firmen das Trump-Lager unterstützt haben. Presseclub nachgefragt gibt es jetzt wie immer auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wir alle hier wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt hier auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Risikofaktor Trump, alles nur halb so schlimm. Das ist unser Thema heute hier in der Presseclub-Runde. Und jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und der erste Anrufer, der kommt wie der Presseclub aus Köln. Und dort ist Jakob Pütz am Telefon. Herr Pütz, schönen Gruß von Köln nach Köln. Ja, Grüße zurück. Und ich möchte nur noch einmal sagen, es wird hier gesagt, dass Trump keine Erfahrung hätte politisch. Er wäre völlig daneben sozusagen. Nun vergessen Sie allerdings, dass er jahrelang bei den Demokraten tätig war, ausgetreten ist, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Jetzt ist er bei den Republikanern und es wird auch kein Präsident zur Verfügung gestellt, der absolut keine Ahnung hat. Es wäre auch besser gewesen, Sie hätten mal darüber gesprochen, was der Friedensnobelpreisträger angerichtet hat. In ganz Osteuropa hat er Foltergefängnisse einrichten lassen. Und die beiden, die freigesprochen wurden aus dem Foltergefängnis in Polen, sind in Guantanamo gelandet. Was ist das eigentlich für eine Gesellschaft gewesen? Oder für eine Politik? Was haben die gemacht? Dankeschön, Herr Pütz. Wer möchte? Trump politisch doch erfahren. Frau Crane. Donald Trump war tatsächlich in mehreren Parteien. Er war mal Demokrat, dann war er Unabhängiger, dann war er Republikaner. Er wechselte immer wieder. Aber er hat kein politisches Amt inne gehabt bisher. Das meinen wir mit politischer Erfahrung. Und wenn Sie von dem Nobelpreisträger, ich nehme an, Sie sprechen von Obama, nicht er hat diese Gefängnisse in Osteuropa angerichtet. Das war das Werk von seinem Vorgänger, von George W. Bush. Schließung Guantanamo, tatsächlich ein großes Defizit. Obama konnte das aber nicht alleine als Präsident. Der kann nicht ohne den Kongress sowas bis zum Ende durchführen. Er hat die Zahl der Inhaftierten reduziert, aber er hat in den ersten Jahren nicht genug politisches Kapital dafür eingesetzt. Da würde ich Ihnen recht geben. Der nächste Anrufer kommt aus Rothenburg an der Wümme. Dort ist Rüdiger Schult am Telefon. Herr Schult, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich möchte gerne mal folgende These in den Raum stellen. Ich würde denken, dass die Wahl von Trump eine große Chance für Europa ist, um eben dem hier auch mittlerweile grassierenden Rechtspopulismus zu begegnen. Wenn die Wähler für die zukünftig anstehenden Wahlen hier in Europa mal sehen, wie so ein egomanischer, egozentrischer Idiot scheitert, dann könnte das ja unter Umständen auch die Meinung dieser Leute beeinflussen, eben zu sehen, dass
sowas nichts bringt. Ein Herr Trump wird keine Mauer bauen, ein Herr Trump wird keine Frau Clinton in Haft schicken, ein Herr Trump wird die Unternehmenssteuer nicht senken, wie er das gerne möchte oder wie auch immer. Er ist kein Bruce Allmächtig. Und ich denke mal, dass das für uns ein großer Lernerfolg sein kann, wenn wir ihn scheitern sehen. Dankeschön, Herr Schulz. Überleben, wenn es um Europa geht. Ich wünschte, ich könnte Ihnen da recht geben, wenn man diese Hoffnung formuliert. Ich muss gestehen, ich habe diese Hoffnung nicht. Ganz im Gegenteil. Ich befürchte eher, was ich schon gesagt habe, in Bezug gesellschaftsfähig, auch wenn man jetzt zum Beispiel Wilders in den Niederlanden gehört hat, der applaudiert hat, dem Sieg von Trump, dass sie sich eher befeuert fühlen. Richtig ist, wenn da Versprechungen gemacht werden, die nicht eingehalten werden, dass das möglicherweise diejenigen abschreckt, die diesen Versprechungen geglaubt hat. Das Problem ist nur der Zeitfaktor. Genau wie jetzt erst viele in den USA von dem, was Obama wirtschaftlich durchaus vor dem Hintergrund der Krise ganz gut angestoßen hat, jetzt erst davon profitieren werden, könnte es auch so sein, dass der Schaden, wenn er ihn dann anrichtet, der einen Trump anrichtet, sich auch erst mit Verspätung zeigt, wenn eben erst mal dieses Gefühl unter denjenigen, die sagen, der redet endlich mal so, wie wir auch denken, so stark geworden ist, dass es durchschlägt, eher positiv im Sinne von diejenigen, die so denken, sich gestützt fühlen und stärker werden. Und wenn dann die Erkenntnis kommen sollte, wenn sie denn überhaupt angenommen wird, sind Jahre vergangen möglicherweise. Dankeschön, Frau Riedel. Wir gehen nach Düsseldorf. Thomas Gestrich ist am Telefon. Grüße Sie. Guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit zu sprechen. Ich mache einen leichten Vorwurf, als ich sage, wir haben differenziert diskutiert. Allerdings ist es meiner Erfahrung gemäß so, dass ich glaube, hier hat ein pathologischer Narzisst, eventuell gibt es einen Kollegen in der Türkei, der tatsächlich große Teile der Bevölkerung verführt oder einfach mit falschen Aussagen gefüttert. Hier ist mir die Kritik zu verhalten, die in der letzten Dreiviertelstunde geäußert wurde. Dazu hätte ich gerne eine Stellungnahme. Das Zweite, es ist eventuell analog zum zweiten Gast, den Sie hatten, so, dass Europa vielleicht eine kleine Chance hat aufgrund dieser Entwicklung. Wir haben nämlich, um in der Sprache von Herrn Trump zu bleiben, einen unglaublichen Exportartikel als Europa. Und das heißt Menschen und Grundrechte. Ich wäre dankbar, wenn heute und in weiteren Diskussionen deutlicher zum Ausdruck kommt, dass wir diesen Exportschlager nun auch mal mit gebotener Bestimmtheit in der Welt versuchen, erstens zu verteidigen und zweitens auch voranzutreiben. Hierzu wäre ich zum Zweiten dankbar für eine Stellungnahme. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Gestrich. Ja. Herr Steingart. Vielen Dank. Ich meine, ich glaube, wir wünschten alle, unser Exportschlager wäre allerdings ein bisschen erfolgreicher beim Exportieren. Wenn ich mir die islamische Welt oder auch Teile Amerikas angucke, also die tatsächlich Werte der Aufklärung von Pressefreiheit angefangen, da wird es ja schon sozusagen an der Außengrenze der EU zur Türkei schwierig. Also der Exportschlager hatte schon bessere Tage. Da waren die Hoffnungen mal größer. Aber ich will Ihnen Frühling. Trotzdem Ihre Hoffnung nicht ausreden. Ich bin ganz bei Ihnen. Wir sollten das als Chance nutzen in Europa. Sag mal, das ist kein Amerika, wo wir jetzt einfach alle sagen, und jetzt hinterher. Ja, das ist sicherlich kein Amerika vom Design her, wo wir sagen, wow, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, das ist mal ein Leader, das wäre Obama wahrscheinlich eher gewesen oder ein Kennedy. Auch Bush Senior wäre sicherlich ein Vater, ein Führer gewesen, wo Europa eher hinterhergekonnt hätte. Das zwingt uns also zum Nachdenken, zum Diskutieren. Das ist, wenn man so will, die gute Botschaft. Muss Europa jetzt was Gutes draus machen? Jedenfalls nicht in Angst erstarren, würde ich sagen. Und ich glaube schon, dass unsere Kritik relativ deutlich war, wir werden natürlich nicht in das gleiche Rohr blasen, sozusagen Horn blasen, wie Populisten, die wir gerade kritisieren und anfangen, ihn auch wüst zu beschimpfen. Aber wenn wir von Ichlingen sprechen und von Egomanen und Unberechenbaren, ich glaube, dann haben wir der kritischen Worte schon Genüge getan. Ein Satz noch zu Europa. Das Ganze trifft Europa in einem sehr schwachen Moment. Nach der Brexit-Entscheidung, Deutschland in einer schwachen Verfassung, also mit einer sehr, sehr umstrittenen Regierung. Die Griechenland-Krise, die Italien-Krise, hat Gabor Steingart vorhin angesprochen. Der Moment ist nicht gut. Dankeschön. In Frankfurt ist Paul Henning am Telefon. Herr Henning, gerade wurden wir kritisiert, weil wir
Trump vielleicht nicht scharf genug eingeordnet haben. Wie sehen Sie das? Ja, schönen guten Tag in die Runde. Meine Frage geht direkt in die entgegengesetzte Richtung. Welche Auswirkungen für die deutsch-amerikanische Beziehungen werden die Aussagen haben, die jetzt oder zuvor von deutschen Politikern wie auch den deutschen Medien getroffen werden? Ich gebe hier mal ein paar Stichworte, zum Beispiel der Hassprediger von Herrn Steinmeier. Der Herr Brinkbäumer bezeichnet Trump gerade zu dumm für das Amt. Die Runde widerspricht da dementsprechend nicht. Herr Steingart auf seinem Twitter-Account sagt ebenfalls, das ist der Wahnsinn, was jetzt gerade passiert. Also welche Auswirkungen wird das letztendlich auch in Zukunft haben? Man sagt ja Trump letztendlich auch nach, dass er sehr schwer vergisst. Trump ist tatsächlich sehr verletzbar und wenn er beleidigt ist, reagiert er. Trump wird aber nicht alleine das, die Außenpolitik bestimmen. Und auch da, wenn ich sehe, wer auf dieser Liste ist, das sind zum Teil professionelle, erfahrene Politiker. Die sind vielleicht Ideologen, sie werden sich aber sicher Mühe geben, dass sie drüber stehen. Dennoch, es waren erstaunliche Aussagen, in der Tat, weil niemand geglaubt hat, dass dieser Mann gewählt werden kann. Und wir haben auch gesehen, wie ernüchtert viele waren am Tag nach der Wahl, nicht nur in USA, sondern auch hier in Deutschland, in Berlin. Und vor allem gemahnt haben tatsächlich, dass man jetzt sich auf eine große Unberechenbarkeit gefasst machen muss. Interessanterweise, der erste Anruf, der von Mike Pence, nicht von Trump, Trump hat, glaube ich, mit Erdogan gesprochen. Merkel. Und Merkel, genau. Und das scheint höflich gewesen zu sein. Ja. Aber Pence rief als ersten Boris Johnson an. Interessanterweise. Also bisher niemand in Deutschland, soweit wir wissen. Der auch heute bei der Außenministerrunde, wenn die sich treffen in Brüssel, interessanterweise nicht dabei ist. Mit der Ansage, das sei eine demokratische Wahl gewesen, ein demokratischer Regierungswechsel. Was gibt es da eigentlich zu besprechen? Fand ich interessant. Johnson, ich glaub, Boris Johnson, also heute, wenn die sich heute Abend treffen. Was wichtiger sein wird oder schädlicher sein wird als die Äußerungen, die getan wurden, ist die Tatsache, dass es sehr wenige Verbindungen gibt. Die Bundesregierung hat keinerlei Kontakte in das Trump-Lager, musste nach Telefonnummern fragen. Niemand wusste, wer dort anzurufen sei. Ist das eigentlich ein Versäumnis? Hätte man das nicht vorsorglich in den letzten Monaten? Ich glaube, dass wir es brauchen werden. Nicht erwartet. Das hätte man vorbereiten können. Aber Sie haben es versucht. Die haben die Menschen nicht gefunden. Zum Teil gab es das Team nicht bei Trump. Ja. Es gab die Leute nicht, die man hätte erreichen können. Früher hieß es immer, Europa habe keine Telefonnummer, die man anrufen kann. Ja. Scheint sich geändert zu haben. Brüssel kennt auch keinen aus dem Lager, hat es aber auch versucht. Ja, pass mal auf, wenn man als Außenminister den Kandidaten drei Tage vor der Wahl Hasspredigern nennt, dann gibt es keine Telefonnummern. Das war extrem unklug, will Diese ich mal Äußerung, sagen, für einen Mann, der Bundespräsident werden will und sich von Diplomatie, das ist undiplomatisch. Wir Medien, anderes Thema nochmal, wir sind für Zuspitzen und so weiter. Unser Außenminister, das ist unser oberster Diplomat, das ist der, wie der sozusagen die Hausdame in einem großen Hotel, der ist höflich zu allen Gästen, auch zu schwierigen Gästen. Da gibt es eine unterschiedliche Rolle von Politik und Medien. Gleichzeitig sind wir ja schon bei dem Thema Kritik und Selbstkritik der Medien, spielt ja auch eine große Rolle noch mal bleiben, denn dazu hat Maximilian Ringloff eine Frage. Herr Ringloff, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, Sie sind dran. Und zwar habe ich die Frage, wo sehen denn eigentlich die Medien ihre eigene Schuld, dass die, sage ich mal, den Populisten so eine weite Plattform geben? Man könnte ja eigentlich ab einem gewissen Niveaugrenze es ihnen verweigern. Und einfach sagen, jetzt ist es wirklich noch beleidigend, lügend. Und sonst was kann man ja kurz erwähnen, aber einfach sagen so, hey, da nicht, dass man nicht einfach wirklich sagt, will je nach Fakten, nach wirklichen Sachen und nicht nach Beleidigung und Lügen. Also springen die Medien zu sehr über jedes populistische Stöckchen, ist die Fragestellung. Ich würde sehr gerne kurz was dazu sagen. Sie hatten das schon erwähnt, das fand ich auch sehr schön, dass die Schlussfolgerung bei uns auch anfängt. Mhm. In USA war ein großes Problem, dass wir Medienmacher dazu tendieren, Politik immer wieder als ein taktisches Spiel zu kommentieren. Wer ist oben, wer ist unten, wer gewinnt, wer verliert. Und viel zu wenig darauf geachtet haben, dass Donald Trump, der mag ein paar harte Schläge im dritten Duell gegeben haben, aber auf Lügen basiert.
dass wir zum Teil als Spektakel, als Sportereignis taktisch kommentieren. Und damit habe ich ein sehr großes Problem. Ich finde, dass wir tatsächlich in uns gehen müssen, wie wir mit dem Populismus, sowieso mit der Politikverdrossenheit, aber auch wie gehen wir mit populistischen Aussagen um, dass wir nicht das hoffähig machen, was auf Lügen basiert ist und was auch wirklich problematische Auswirkungen haben kann. Da müssen wir zum Teil eine andere Art des Kommentierens finden. Die amerikanischen Medien, also Fox News, CNN, vor allem die Fernsehsender, haben den Wahlkampf, so wie er jetzt ist, ja in Wahrheit erst herbeigeführt. Ne? Haben für diese 18 Monate Dauerbeschallung und Dauerunterhaltung gesorgt, für die dann wiederum der Kandidat Trump der perfekte Kandidat war, weil er jeden Tag ein neues Zitat geliefert hat. Da haben die Medien eine wirklich große Portion Mitverantwortung. Wenn Sie, Ihre Frage zielt aber, glaube ich, eher auf Deutschland. Wenn Sie nach Deutschland schauen, ich glaube, dass wir Medien uns diesen einen Vorwurf, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, tatsächlich gefallen lassen müssen. Den Vorwurf nämlich, nicht wirklich präzise genug, genau genug, auch lang genug, was die Ausführlichkeit der Texte oder Filme angeht, hingeschaut haben, wo die Probleme eigentlich wirklich liegen. Medien haben, wenn die Frage gestellt wird, haben sie eine etwas elitäre Perspektive, kann ich nur sagen, manchmal leider ja. Frau Riedel, das wollte ich gerne aufgreifen, was Herr Brinkbäumer sagt. Das ist etwas, was immer wieder, wir haben ja auch ein Gästebuch im Internet, was immer wieder anklingt, dass die Medien wahrgenommen von einem Teil der Gesellschaft, die wir, und schon das empfinden die wahrscheinlich als Beleidigung, oft als die Abgehängten bezeichnen, werden wir wahrgenommen als Teil des Systems, der Machteliten. Ist diese Kritik berechtigt? Sind wir zu wenig auf Distanz zum Politikbetrieb? Nehmen wir Sorgen, seien sie berechtigt oder unberechtigt, sie sind ja Teil der Realität, nicht ernst genug, die Menschen haben? Ich glaube nicht, dass wir zu eng am Politikbetrieb dran sind. Ich glaube schon, dass jedenfalls die seriösen, informationsorientierten Medien und ich glaube alle, die wir hier am Tisch sitzen würden, das für uns in Anspruch nehmen, das schon tun, auch mit Distanz. Ich glaube, das Problem ist eher ein strukturelles. Natürlich sind wir Elite. Wir sind's einfach. Wir sind hochgradig gebildet. Wir haben einen Lebensstandard, nehme ich jetzt einfach mal an, auch Sie und Sie, wo man jetzt nicht unbedingt bedroht ist durch Entwicklung der Globalisierung. Und das ist eine strukturelle Aber Distanz. Aber haben wir nicht eine Vermittlungsfunktion? Genau die Sorgen von Menschen, die nicht zur Elite gehören, die nicht privilegiert sind, gleichermaßen nur zu reflektieren. Nur wenn wir das in unseren Medien tun und wir tun es, dann wird es natürlich wieder rezipiert, ist das Publikum wieder, ist es so ein Stück, hat es was Selbstreferenzielles. Ich glaube, Frau Riedel, wir haben in den Hauptstädten, in Washington, in Herr Steingart, jetzt habe ich ein Thema aufgemacht, aber es endet mit einer selbstkritischen Reflexion, denn nichts ist wichtiger im Fernsehen als die Sendezeit. Das war nämlich der Presseclub. Gott sei Dank. Gott sei Dank für uns. Ich bedanke mich nochmal bei der Runde und bei Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und tschüss.